Der Ökumenische Jugendkreuzweg steht dieses Jahr unter dem Motto Backstage. Backstage, ein Wort, das Fanherzen höher schlagen lässt, denn ein Backstage-Pass erlaubt, dass Räume hinter der Bühne und gar die Bühne selbst betreten werden können. Plötzlich sind Räume zugänglich, die es vorher nicht waren. Um welche Bühne geht es? Welches Theaterstück wird hier überhaupt gespielt? Es geht natürlich um den Kreuzweg Jesu Christi, sein Leiden, Sterben und Auferstehen, um seine Person, seine Worte und seine Taten und was sie mit uns machen. Und so beginnen wir den Ökumenischen Jugendkreuzweg Backstage im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Jesus Christus, heute gehen wir ein Stück deines Weges mit. Du bist diesen Weg für uns gegangen. Schenke uns die Erfahrung, dass du täglich unseren Weg mit uns gehst. Amen. Wo gehst du hin, wenn du vor Angst nicht weiter weißt? Du bist allein, die Fragen sind für dich zu viel. Und Jesus Christus spricht: dahin vom Streit verjagt. Und Jesus Christus spricht: Folge mir nach, nimm dein Kreuz auf. Kreuz auf. Was geht's dich an, wenn dort nur Unrecht um sich greift? Laut, doch niemand klagt den Unsinn an. Und Jesus Christus spricht: Du bist das Salz dieser Erde. Erde, wer willst du sein, wenn du dein Leben vor dir siehst? Tag ein, Tag aus, entscheiden musst du immer neu. Und Jesus Christus spricht: Ich bin das Brot, gib dir Stärke. Versagt, nichts macht mehr Sinn, die Schatten wachsen über dir. Und Jesus Christus spricht: Ich bin das Licht, schenke Hoffnung, Hoffnung. Laut jubelnd laufen Menschen zusammen.
Palmwedel werden geschwenkt. Jesus reitet auf einem Esel durch die Menge hindurch. Ein Mann läuft voran und heizt sie ein. Alle rufen: Hosianna dem Sohn Davids! Gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe! Aber der Jubel muss richtig laut sein. Die Regie sagt: Überlegt euch doch mal, wie stehst du zu Jesus? Ist es reines Spektakel? Was soll diese Show? Einreiten auf einem Esel. Wer so dick aufträgt, macht sich doch definitiv angreifbar. Wusste Jesus wohl, auf was er sich da einlässt? War das nun extrem mutig oder unglaublich naiv, sich so ins Rampenlicht zu stellen? Wie bildest du dir eine Meinung über unbekannte Personen? Nimmst du dir wirklich die Zeit, diese vorher kennenzulernen, oder folgst du der Meinung anderer? Hast du manchmal das Gefühl, den in dir gesetzten Erwartungen nicht gerecht zu werden? Wer oder was begeistert dich? Guter Gott, oft ist die Stimmung aufgeheizt. Es gibt so viele unterschiedliche Meinungen und Möglichkeiten. Dabei einen eigenen Standpunkt zu finden, ist nicht immer leicht. Hilf du mir dabei. Amen. Aufgewühlte Menschenmasse eng beieinander vor dem Palast des Richters Pilatus. Sie alle schreien: Weg mit ihm! Ich soll ein Teil einer großen Menschenmenge sein, soll wie alle sein, soll machen, was alle machen. Keine Ahnung, wie man das spielen soll. Die Regie sagt: Du musst laut sein, du musst so richtig aus dir herausgehen. Aber was soll ich sagen? Die Regie sagt: Du sollst einfach nur schreien, kreuzigt ihn. Aber ich frage mich, was hat er denn getan? Die Regie sagt: Nicht drüber nachdenken, einfach schreien, kreuzigt ihn, kreuzigt ihn. Na gut, also einfach schreien, das bekomme ich hin, damit sie ihn hinrichten, das Opfer. Wie ich das finde, ist egal. Ich spiele ja nur meine Rolle. Gibt es Momente, in denen du nachplapperst, was andere sagen? Gibt es Momente, in denen du den Mut hast, anderen zu widersprechen? Kommt es vor, dass dir das Leid anderer egal ist, weil das einfacher für dich ist? Guter Gott, du hast uns einen Kopf zum Denken gegeben. Hilf uns,
Recht und Unrecht zu unterscheiden. Gib uns die Kraft, eine eigene Meinung zu haben und auch gegen den Strom zu schwimmen. Amen. Jesus hängt jetzt am Kreuz. Die römischen Soldaten heben ächzend und stemmen das Kreuz hoch und richten es auf. Vorsicht, sehr schwer. Unbedingt aufpassen. Jesus stöhnt dabei. Die Soldaten dürfen fluchen. Die Regie fragt die Soldaten: Wie geht ihr jetzt da dran? Ich gehöre zu denen, die Jesus umbringen. Klar, Befehl ist Befehl, aber unmenschlich ist es trotzdem. Da mussten die Soldaten damals einfach gehorchen. Ich kann es mir kaum vorstellen. Es ist schrecklich. Der wollte uns doch alle retten. Wie kann er das so mit sich machen lassen? Der muss sich doch mal losreißen und endlich sagen, dass wir aufhören sollen. Ich verstehe das nicht. Vor ein paar Tagen noch war er doch der große Held. Hinterfragst du die Aufgaben, die dir gestellt werden? Oder befolgst du manchmal einfach blind alle Anweisungen? Was bedeutet Stärke für dich? Jemand, der Macht über andere hat, oder jemand, der innerlich stark ist? Wann bringst du kleinere oder größere Opfer für andere? Gott, du hast Jesus am Kreuz sterben lassen. Es ist schwer, das zu verstehen. Wie soll das fair sein? Schenke mir eine Ahnung, was das für mein Leben bedeutet. Amen.
sein. Die Bibel berichtet, auch viele Frauen waren dort und sahen von weitem zu. Sie waren Jesus von Galiläa aus nachgefolgt. Zu ihnen gehörte auch Maria aus Magdala. Maria kann in dieser Szene nicht viel machen. Man soll aber sehen, was mit ihr los ist. Die Regie fragt, Maria, kannst du mal sagen, was in dir vorgeht? Maria sagt, genau, ich kann nichts machen. Ich stehe hier und muss zugucken. Es macht mich fassungslos, wenn einem Freund so etwas Grausames angetan wird. Und ich stehe einfach nur am Rand und kann nichts dagegen tun. Ich sehe die Kreuzigung. Ich sehe, was Jesus durchmachen muss. Ich sehe Jesus sterben. Mir ist einfach nur nach Heulen zumute. Wenn ich das spiele, muss ich immer an Beerdigungen denken, an denen ich teilgenommen habe. Jetzt versuche ich, das, was ich fühle, auf die Bühne zu kriegen. Mein Entsetzen, meine Wut, meine Verzweiflung und meine Ohnmacht. Gab es Momente in deinem Leben, in denen du dich machtlos gefühlt hast? Hattest du schon einmal mit dem Tod zu tun? Gab es Zeiten, als du um einen geliebten Menschen getrauert hast? Wie bist du damit umgegangen? Was hast du gefühlt? Was fühlst du jetzt? Guter Gott, warum lässt du so viel Leid zu? Mit Gewalt und Tod kann ich einfach nicht umgehen. Manchmal zweifle ich an dir und möchte dir doch vertrauen. Amen. Jesus hängt im Todeskampf am Kreuz. Die Bühne verdunkelt sich. Und Jesus rief mit lauter Stimme, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und danach, als Jesus wusste, dass nun alles zu Ende geht, sagte er, es ist vollbracht. Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Die Regie sagt, Jesus, stell dir diese Szene ganz genau vor. Du hängst da sterbend am Kreuz. Deine Jünger sind weg, die Soldaten haben sich auch verzogen. Der Einzige, der dich noch retten kann, das ist Gott. Und Gott hört dich nicht. Dabei hast du doch Gottes Willen erfüllt. Warum musst du nun trotzdem am Kreuz sterben? Jesus antwortet, das ist schwierig zu verstehen. Wenn die Geschichte hier enden würde, wäre das einfach nur unbegreiflich und unfair. Aber vergiss auch Jesu letzte Worte nicht.
Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Gott hat Jesus nicht verlassen und er bestraft ihn auch nicht, sondern Jesus vertraut ihm voll und ganz bis zum Ende. Wann hast du dir selbst die Frage schon mal gestellt, wieso lässt Gott das zu? Gab es in deinem Leben schon Momente, in denen du dich vollkommen von Gott getragen gefühlt hast? Wann war das? Gott, hilf mir, auch in schweren Zeiten deine Gegenwart zu spüren. Sei bei mir, wenn ich mich alleine fühle und planlos bin. Ich bitte dich, sei bei mir, wenn nichts mehr geht. Amen. Guter Gott, wir bitten dich für die jungen Menschen. Hilf ihnen, ihren Platz zu finden an deinem Tisch in dieser Welt. Gemeinsam rufen wir zu dir, Herr, erbarme dich. Barmherziger Gott, wir bitten dich für die Menschen, denen das Nötigste zum Leben fehlt, denen kein Mensch einen Platz anbieten will. Gemeinsam rufen wir zu dir, Herr, erbarme dich. Gütiger Gott, wir bitten dich für alle, die hinter den Kulissen für andere Menschen hart arbeiten und doch im Schatten bleiben, ohne Anerkennung oder gerechten Lohn. Gemeinsam rufen wir zu dir, Herr, erbarme dich. Gnädiger Gott, wir bitten dich, für alle, die im Scheinwerferlicht stehen, in der Politik und auf den Bühnen des Lebens, mit Macht und Einfluss. Gemeinsam rufen wir zu dir, Herr, erbarme dich. Großer Gott, führe du die Regie in unseren Köpfen und Herzen. Das bitten wir dich, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Gemeinsam rufen wir zu dir, Herr, erbarme dich. Gottes Segen behüte uns, Gottes Geist leite uns, Gottes Friede sei mit uns und mit der ganzen Welt. Und so segne und behüte uns, Gott, der Allmächtige und Barmherzige, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.